Ja, das ist echt bitter. Aber egal, mein Ziel ist Europa League erstmal erreichen und alles, was drüber geht, ist ja eh Zubrot, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich ja nicht entscheidend verstärkt. Oh, ein persönlicher Sponsorenvertrag. Das ist doch mal was. Da, mehr Geld verlangen. Jawohl, nehmen wir das Angebot an. Klasse, jetzt kriege ich auch noch Kohle, Leute. Boah. Okay, Augsburg, Hamburg, ja. Gucken wir mal. Das Topspiel des Tages ist Bayern München gegen Leverkusen. Oh nein, und kaum sage ich, es ist wieder einer verletzt. Das ist echt bitter. Dann sollte Ilicevic auch seine Chance kriegen hier. Wie lange fehlt er denn? Eine Wadenzerrung, 6 Tage. Boah. Leute, ich habe doch eigentlich hier die Aufgaben aufgeteilt. Wo ist denn hier das Problem eigentlich? Mich braucht doch gar keiner mehr voll labern wegen Aufgaben hier. Management und PR. Marketing, da bin ich doch gar nicht mehr drinne. Naja, muss ich alles verstehen. Okay. Auslandverkäufer, ja, das ist immer gut. Ja, Laubsdorf. Also jetzt wollen die ganzen Oberliga-Vereine mich verpflichten. Ich fühle mich total geehrt. Ich kann mich mal am Arsch lecken. Gurken. Ja. Was haben wir hier so? 2 sogar. Gehe ich noch 10 Mal drauf, glaube ich. Ich habe auch kein Budget mehr, leider. Meine Einnahmen für Sonstiges sind leider schon zu Ende. Ja, das Scout hat nichts zu tun, aber ich habe auch kein Geld im Moment, um irgendwen hier. Ich sehe gerade, ich brauche unbedingt einen neuen Amateurtrainer. Das habe ich ganz verpeilt anscheinend. Bleibt nichts außer übrig. Ich brauche einen Amateurtrainer. Dann nehmen wir jetzt erstmal gleich den unter Vertrag, der hier da ist. So einen 2-Jahres-Vertrag kriegen. Ach so, mein Gehaltsbudget reicht aus. Da war ja was. Stimmt ja. Oh, da muss ich mal sehen, wie weit wir noch kommen. Ohne Amateurtrainer ist natürlich schlecht. Aber meine Co-Trainer machen das schon. Yeah. Wir spielen in Augsburg. Ich bin gespannt, wie sich die Mannschaft nach diesem kleinen Nackenschlag jetzt präsentiert. Ja, indem sie ein Eigentor schießt, okay. Und schön, und eine Verletzung vom besten Stürmer. Jetzt habe ich aber einen richtigen Lauf. Gerade. Würde ich mal sagen. Jetzt habe ich einen richtigen Lauf. Top-Stürmer verletzt und Eigentor. Das ist natürlich ganz hervorragend. Auf geht's. Hier ist noch nichts verloren. Eins, eins, da ist es ja. Hat der Rudner es gemacht, dann bleibe ich erstmal in der Formation und wechsle nicht. Sehr gut. Immer noch unentschieden geholt. Trotz Eigentor und naja, Bayern München ist auf jeden Fall schon mal weit weg. Mit denen brauchen wir uns nicht mehr messen. Ja, bitte. Im Moment läuft es irgendwie ein bisschen gegen uns. Hat so schön angefangen. Jetzt läuft es dann doch ziemlich gegen uns. Jetzt haben wir erstmal ein Pokalspiel, das ist sehr wichtig. Da müssen wir unbedingt weiterkommen. Mit einer Fleischwunde fällt ein Bukani aus. Ach, du darfst nicht aufgeben. Nö, Gottes Willen. Wir haben nicht vor aufzugeben. Es ist einfach nur bitter. Zumal meine... Oh, Marcel Jensen, da war wieder spielen. Oh, mit dem muss ich aber mal hier ein Gespräch führen. Der kriegt jetzt mal... dem wollte ich eine Ansage machen, da kann ich sie nicht machen.
Gesundheit. Markus ist übrigens seit Monaten eigentlich krank. Ey. Naja, eher seit Wochen. Das war jetzt richtig unfair von dir, weißt du das? Bitte? Das war jetzt richtig unfair von dir. Du kannst ja nichts dafür, dass du krank bist. Ich bin aber auch nicht seit Monaten. Ich bin seit einer Woche krank. Er ist seit anderthalb Wochen krank und das tut mir persönlich sehr weh. Wir haben uns seit anderthalb Wochen nicht mehr sehen dürfen. So Leute, jetzt ist aber erstmal, bevor wir Bayern im Heimspiel haben, müssen wir jetzt Ingolstadt aus dem Pokal schmeißen. Bayern im Heimspiel. Für wen ist die Hütte ausverkauft? Jetzt gibt es ein Autosave, wenn mich nicht alles täuscht. So, da sind wir doch. Die Bayern haben Champions League gespielt und haben gewonnen. Jetzt spielen wir erstmal Pokal. Oh, jetzt gibt es ein Interview. Hoppala, Entschuldigung, jetzt habe ich mir das Mikrofon gehauen. Interview. Interview. Bitte für das Interview. Ja, Wahl der Spieler des Monats, da sind wir nicht dabei. Da sind Reuvel und Pizarro dabei, die will ich beide haben. Ich bin gespannt, ob ich die im Winter noch auf dem Transfermarkt kriege, Freunde der untergehenden Sonne. Pokalrunde 2 steht an. Irgendwie habe ich so ein bisschen Hoffnung, dass wir die überleben. Wäre schon schön. Der Bruma hat das Eigentor gemacht. Der bleibt jetzt mal draußen. Den Jira-Checker setze ich mal durch den Badell. Den brauche ich gegen die Bayern in Topform. Und ich lasse jetzt auch den Drop nicht mal spielen. Also ein Ersatztorwart im Pokal, einfach weil das zwischendurch auch mal sein muss. Und ich denke, auswärts kann man einen guten Torwart gebrauchen, wenn er in guter Form ist. Gucken wir mal, vielleicht haben wir es auch verzockt. Aha, 1-0 für uns. Übrigens, ach ne, das gehört jetzt nicht hierhin. Warum? Ach, also ich hab da was. Ich hatte dich ja heute Nachmittag mal angesimst und wollte wissen, wenn ich ein Lied. Ja. Ich hab das gelöst, das Problem. Nur, dass du Bescheid weißt. So kenne ich dich. Leute, 1-0 ist auch ein Kantersieg. Pflichtaufgabe ist erledigt. Dafür, dass du so viele Verletzte hast oder was auch immer und rote Karten. Ja, jetzt war ja keiner gesperrt. Ich habe jetzt, hab jetzt noch eine B-Mannschaft aufgestellt, weil ich jetzt mal geguckt habe, dass die auch mal spielen müssen, die anderen. Ingolstadt ist in der zweiten Liga, deswegen habe ich das mal gemacht. Und weil ich am Wochenende gegen Bayern spiele und da meine Spieler eigentlich fit brauche. Wenn alles gut läuft, ist mein Torjäger auch wieder dabei. Aber jetzt gucken wir erstmal uns die Auslosung an. Herzlich willkommen zur Auslosung. Wir machen das in Schnelldurchlauf. Alemannia Aachen. Borussia Dortmund. Okay. Wehen Wiesbaden. Das ist ein Gegner von mich hier. Auswärts. Kommt. Werder Bremen. Ach, wie bitter. Hauptsache nicht Bayern oder Leverkusen. Heidenheim ist auch ein Gegner, den ich nehmen würde. Kommt schon, los, aus. Komm. Stuttgart. Eieieiei. Es sind noch Paderborn, Hertha und 60 drin aus der zweiten Liga. Braunschweig. Die würde ich auch noch ertragen, auch wenn es auswärts ist. Paderborn. Eieieiei. Sieht nicht so richtig nach Losglück aus. HSV und Heimspiel immerhin. Na, gucken wir mal. Hertha BSC Berlin. Das ist doch mal ein... Jawohl. Das ist doch mal ein wundervolles Los für uns. Zu Hause gegen Berlin, das ist eine machbare Aufgabe. Oh, jetzt kommt die Bekanntgabe der internationalen Finalstadien. Jetzt bin ich mal gespannt. Gastgeber... Das Finale ist der... okay, Inter Mailand, das San Siro, hat gewonnen. Damit haben wir es nicht geschafft, das Finale in Hamburg zu holen. Naja.
Mal gucken, in welchem Pokal wir nächstes Jahr vertreten sind. Wenn wir hier nicht Champions League spielen, wäre es eh Blödsinn. Oh, noch ein persönlicher Sponsorenvertrag. Da sage ich dann nicht nein. Blöder Sack hat die Verhandlung abgebrochen, weil ich ein bisschen mehr Laufzeit wollte. Na denn. Bukani ist wieder fit und Kittel ist wieder fit. Das ist doch was Schönes. Topspiel gegen Bayern München. Ich glaube, die Bayern sind einfach Erster. Die sind einfach Erster. Jetzt ist gut, dass Bukani wieder dabei ist. Gott sei Dank. Und der Sonny Kittel kann auch spielen. Und zwar spielt der, glaube ich, für Marcel Janssen auf links. Bardet hat seine Sache gut gemacht und darf auch weiterspielen, finde ich dann. Aber ich lobe den jetzt nicht. Ich sag ihm einfach mal, dass er Talent hat und was draus machen soll. Weichei. Mach das. Ich fange an zu reden, mache das. Bitte? Ja, ich fange an zu reden. Ja, das mögen wir. Ich wollte das jetzt gar nicht. Aber wenn ich nachdenke, dann ist es immer ganz gut, wenn ich rede. Rede doch mit uns. Wir mögen dich. Ja, bloß es wird kein Mensch wissen, worüber ich rede. Das interessieren die Leute da auch nicht. Hauptsache, die hören was von dir. Wir haben ja einen seltenen Gast hier, Leute. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Seltenen Gast. Goiko Kachar ist auch wieder dabei. Den könnte man jetzt... Was kann denn der eigentlich noch spielen? Der ist auch wieder fit. Okay, der kann eigentlich nichts Richtiges. Auch ein Kandidat für die Transferliste. Wobei ich es noch nicht so ganz weiß. So. Ja, ich weiß, dass ich keinen Co-Trainer habe. Ich kann mir doch nicht leisten im Moment, Leute. Karriere. Privater Bereich. Boah, Zirkeltraining. Ich bin so ein geiler Typ. Das Maria geht mir ein bisschen auf den Sack. Der könnte ich jetzt einfach mal... Weiß auch nicht. Nö. Privatvermögen 247.000 Euro. Das hört sich gut an. Jetzt kommen die Bayern. Leute, Topspiel. FC Bayern München. Die sind einfach mal 100 starke Punkte besser als wir. Gucken wir mal, was wir rausholen können gegen die. Meistens kriegen so Spielen richtig klatschen. Ist ein Punktspiel? Ich hab ja klar, Meisterschaftsspiel. 10. Spieltag. 1:0 Hamburg. Und 2:0 Hamburg. Javi Martinez Eigentor. Kann man ruhig mal 40 Millionen für ausgeben dann. Okay. Das Spiel ist noch nicht gewonnen. Das ist gerade Halbzeit. Wollen wir mal gucken, wie es war. 3:0 Hamburg. Ach du Leute. Jetzt muss ich aber den... Mit dem Bayern. Zieht den Bayern die Lederhosen aus. Oh, 3:1 Robin. Jetzt kommen sie nochmal. Dann darf auch noch mal ran. Wo lege ich noch aus dem Wechsel? Ich bringe jetzt den Van der Vaart an Jiracek, dann haben wir eine Doppel-6. Für die letzten 8 Minuten. Jawohl, 3:1 gewonnen. Klasse. War auch bitter nötig, denn der Rest unter mir hat auch gewonnen. Wäre verdammt eng geworden. Saugeil, die Bayern geschlagen. Wenn ich jetzt gerade mal gucke hier, Ergebnisse. Die Bayern haben... Oh, ich habe das erste Spiel... Ich habe den Bayern die erste Saisonniederlage beigebracht. Das kann ich glauben. Ich auch nicht so richtig. Hamburg, meine Perle. Jetzt haben wir die Bewertung der Neuzugänge. Sensation. René Adler, Van der Vaart, Bukani und Rudnevs. Ich habe 4 Sensationsneuzugänge. Bei mir. Das ist doch schön. Echte Verstärkung habe ich keine. Guter Griff, das ist der Peter Jiracek, immerhin. Und der Jonas Schink, den habe ich auch.
Mitläufer, Bardet, ja, der war ja verletzt, wie soll der mitlaufen? Also, und Sonny Kittel, ja, der war ja als Mitläufer eingeplant. Flop Paul Scharner, das kann man so sagen. Aber der war ablösefrei und daher ist es vollkommen Wumpe, was mit dem ist. Das muss man einfach so sagen. Ja, super geil. Ich freue mich, dass wir die Bayern weggehauen haben. Die nächsten Aufgaben heißen Freiburg, Mainz, Düsseldorf und Schalke. Auch Gegner, die man eigentlich schlagen kann. Natürlich nicht immer alle, ist ja klar.